Doreen! Ja, grüße dich, Edmund. Hörst du mich? Liebe Grüße. Ich höre dich gut. Du hörst mich gut. Ja. Das ist auch schön. Ja, ist gut oder ja, eher schlecht? Nee, super. Das ist doch super. Wie geht's? Wie steht's? Guten Tag gehabt bisher. Ja. Ich war in Fee unterwegs, aber sonst ist jetzt nicht so irgendwie passiert. Ja, ist auch gut. Auch mal ein bisschen entspannt jetzt vor Weihnachten. Ist immer richtig viel Trubel. Naja, was man da so draußen erlebt, ne? Ist schon ganz schön krass. Richtig. Aber fangen wir mit dir an, liebe Doreen. Wer bist du? Was machst du? Stell dich gerne mal vor für die Leute, die ich gar nicht kenne. Ja, also ich bin Doreen, jetzt mittlerweile 38 Jahre alt. Ja, ich bin Fotografin und Videografin, bin zwar noch angestellt bei der Bundeswehr, aber eben auch selbstständig, noch aktuell im Kleinunternehmenbereich. Ja, in der Porträtfotografie hauptsächlich. Ne? Also ich mache jetzt ja nur schon verschiedene Sachen, bisschen Business mit und jetzt auch ja, wie gesagt, schon Babyfotos, was auch ganz süß war. Also alles Mögliche, aber so Porträt ist so das Hauptaugenmerk. Sehr gut. Stillgestanden. Macht man das bei Ja, euch? Also ist das, bist du da im Büro oder was genau? also Büro, genau. Also ich bin ja zivil angestellt, nicht Militär. Aber es ist so, wenn wir jetzt zum Beispiel Antreten haben oder so, also es gibt so eine Quartalsantreten viermal im Jahr, dann müssen natürlich auch die Zivilen mit dran, ganz frühzeitig, ne, so nach 6 Uhr ist dann vorne auf dem Hauptplatz Versammlung und da müssen auch teils die Fotografen, wir haben ja eigentlich einen Fotograf, der angestellt ist, aber da jetzt schon ein Jahr krebserkrankt nicht da ist, mache ich auch ganz viel für den, die Vertretung. Ne? Also nicht nur die Videografie, sondern auch viel die Fotografie. Und dann müssen wir bei den Anträgen auch immer, sage ich mal, Fotos dokumentiert werden. Aber es ist auch sonst, also alles Mögliche muss ja dokumentiert werden, fotografisch als auch videografisch. Und ja, da bin ich zwar viel auch im Büro, wenn ich zum Beispiel gerade die Fotografie mache und die ganze Fotobearbeitung und auch so ein bisschen Grafikdesign mit, dann viel im Büro. Und wenn ich jetzt draußen am Einsatz bin, sage ich mal, bei irgendwelchen, ja, wie soll ich sagen, irgendwelche Veranstaltungen sind in den verschiedenen Kasernen, hauptsächlich bei uns natürlich in Delitzsch, oder auch zu irgendwelchen Übungszwecken. Ne? Da werden natürlich ganz viele Videos gemacht, da mache ich viel Video mit und auch die Postproduktion, das alles komplett. Aber eben halt auch dieses Jahr jetzt viel eben fotografisch. Ne? Sehr, sehr cool. Ja, bei mir sind tatsächlich relativ viele sogar, die bei der Bundeswehr sind und dann bei mir irgendwie Fotografie weiter ausbauen. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast letztens das Interview mit Tobias Clemens Richter, der ist ja auch bei der Bundeswehr. Hast du das gesehen, das Interview? Kennst Ja, hab mal reingeguckt. du ihn? Nee, Also, sagt ja. mir jetzt erstmal nicht. Ich dachte, okay, so kleine Welt, vielleicht kennt man sich ja sogar oder so, Naja, aber ganz spannend. man kennt, also, oder man sieht dann viele immer wieder, ne? Also auch aus anderen Kasernen, je nachdem, wenn man dann woanders, sag ich mal, unterwegs ist, ja, da sieht man dann schon den einen oder anderen. Aber viele kennt man natürlich dann auch wieder nicht, ne? Ja, ach stimmt. Mike, auch neuer Kunde bei uns, der ist auch bei der Bundeswehr. Guck mal hier. Alle die ganzen Bundeswehrleute. Was meinst du, Doreen? Woher kommt das? Warum ist man bei der Bundeswehr und denkt sich so, ach, jetzt Fotografie, das wäre schon geil. Naja, also ich sag mal so, es ist zwar interessant, spannend, vielseitig, ja, aber man kann sich halt künstlerisch nicht ganz so ausleben. Ne? Also im Videografiebereich, ja, ich gucke immer, dass ich auch effektmäßig oder animationsmäßig ein bisschen was einbaue. Fotografisch, ja, da mache ich dann auch viel in der Bearbeitung schon, dass es einfach nochmal ein bisschen außergewöhnlicher wird als der Standard 0815, den die anderen da ins Tageslicht bringen. Aber es ist halt immer noch was anderes. Du bist halt dort immer nur mit Militär umgeben. Ne? Und du kannst dich halt hier frei entfalten. Und das ist das, was mir dann immer so ein bisschen fehlt. Und da möchte ich mir halt gerne den Ausgleich natürlich in der Selbstständigkeit holen. Ja, Und cool. das eben einfach noch mehr und mehr ausbauen. Ne? Ja, cool. Dann mache ich hier bald so eine richtige Armee. Ja, Doreen, Mike, Tobias, das sind auf jeden Fall schon mal die mir einfallen. Und dann stillgestanden, alle mit der Kamera und dann wird gefeuert. Genau. So. Sehr Ja, gut. schon ganz witzig, ne, dass du da so mehrere sogar Ja, ich mache am eine ganze Bundeswehr bist. Kaserne auf, du. Das ist kein Thema. Ist ja geil. Die machen wir dann in Hannover, ja? Ja, klar. Dann erzähl mal, wie bist du zur Fotografie gekommen? Also, wie kam so der Berührungspunkt, dass du gesagt hast, Fotografie ist klasse? Wie kam es durch die Familie, Freunde oder eigenständig? Wie kam das? Ja, also eigentlich
Ich tatsächlich schon ein Leben lang, also schon wirklich als Kind auch, hat mich interessiert und fasziniert. Und dann habe ich auch wirklich schon relativ zeitig angefangen, so mit dem ersten Fotoapparat. Ich glaube, das waren Kodaks und Weiser, ein übelst lustiges Teil. Ne? Damals war ja alles noch sehr unscharf. Du hattest da so ein Drehrädchen, musstest natürlich, weil es ja analog war, manuell musstest halt die Schärfe da irgendwie ein bisschen einstellen. Das ging natürlich nicht sehr viel bei den alten Kisten. Aber ja, und da habe ich dann auch schon ganz viel überall Leute fotografiert und eingefangen. Ne? Draußen Natur und die Leute bei den Feiern und so weiter und so fort. Ja, und dann habe ich das halt immer mehr verfolgt, also gerade in Freizeitmäßig, ne, was so außerhalb passiert der Familie. Und so ging das halt damals von dem Analogen, also ich glaube von Kodak war der, hatte ich dann später nochmal eine Digitalkamera, die war dann auch von Kodak, die war auch ganz cool schon, qualitativ schon ein bisschen einen Schritt weiter, aber natürlich nicht vergleichbar mit heute. Ne? Und ich bin ja so ein Perfektionist vor allem. Ne? Also ich lege ja ganz viel Wert auf Qualität, auf das, was ich erschaffe, dass es so gut wie möglich wird. Und als ich dann auch später, ich glaube vor 10 Jahren oder vor 8 Jahren, hatte ich dann meine erste Samsung-Systemkamera, die war auch ganz spannend. Da habe ich dann auch schon viel mehr rumgedoktert mit manuell Schärfe ziehen und so weiter. Habe mich mit der ISO und Blende auseinandergesetzt, Verschlusszeit und so weiter. Und dann hatte ich auch ein Digitalfotografie-Buch mir mal zugelegt, habe ich mich dann ordentlich da drin belesen. Ja, und dann ging es dann los, ich glaube vor 5 oder 6 Jahren dann auch schon mit meiner ersten Systemkamera, mit der zweiten Systemkamera, aber mit der Sony Alpha 6500, das war schon mein erstes, sage ich mal, tolles Stück. Ne? Und da war ich dann schon wirklich einen Schritt weiter qualitativ, habe gedacht, wow. Ne? Da habe ich dann damals auch mit meiner Schauspielfreundin aus Berlin, die Birte Wenzek, die ja bei Sturm der Liebe lange die Poppy gespielt hat. Mit der habe ich dann auch damals in Showreel gedreht, sozusagen für sie. Und dann hatte ich auch sogar mit ihr zusammen, als ich 2019 bis 2021 die Umschulung für Mediengestalter Bild und Ton gemacht habe, hier an der Fernsehakademie. Ich habe ja erst in Lübeck gelebt, bin ja extra nach Leipzig gezogen für die Fernsehakademie, weil ich natürlich schon eine gute Ausbildung wollte. Und da habe ich dann meinen Abschlussfilm natürlich auch mit ihr, mit der Birte Wenzel gedreht. Das war auch echt toll. Also der ist so wirklich gut durch die Decke gegangen. Also ich muss sagen, schriftlich Theorie so ist immer nicht ganz so meins. Da habe ich so ein bisschen eher mittelmäßig abgeschlossen, aber Praxis absolut, also wirklich eins. Ne? Abschlussfilm, alles Einsen gekriegt. Die haben mich hochgelobt. Der MDR, die hatten da also vom MDR auch Leute, Prüfer mit da und die haben dann auch gesagt, also guck mal, dass du irgendwie beim MDR mit reinkommst. Wirklich absolut toll, das Ding. Ja. Naja, und so war es in der Videografie natürlich, aber auch in der Fotografie, dass ich halt wahnsinnig da Wert drauf lege, ne, auf Qualität. Und so bin ich dann von der Sony Alpha 6.5 dann aufgestiegen auf die Sony Alpha 7R3. Erst einmal Vollformat, war natürlich so ein bisschen Umschwung. Und da habe ich auch gedacht, na gut, da ist ja nochmal ein ganz anderes Format, Verhältnisse und so weiter, auch bei den Objektiven. Ja, und dann habe ich mir natürlich jetzt erst, ich weiß gar nicht, wann es war, ich glaube letztes Jahr, habe ich mir die Sony Alpha 7R5 zugelegt. Also das war nochmal ein ganzer Tacken mit, ich weiß ja gar nicht, die hat ja 46, glaube ich, Megapixel oder so. Ich weiß, du hattest ja letzte Woche mit dem Mark gesprochen, der ist ja eher so nicht ganz so hoch, die Pixel. Ne? Ich finde das total geil, wenn ich jegliche Details einfangen kann, gerade auch bei Makroaufnahmen ist das absolut genial. Ne? Ja, und da bin ich jetzt richtig begeistert mit der Kamera, auch mit dem neuen Sony Teleobjektiv da, 70-200er. Ne? Das war natürlich auch nochmal echt eine griffende Tasche, sage ich mal, finanziell, aber ein absolut geiles Teil. Also da kann mein Tamron, was ja echt auch schon gut ist, mit der 8er Blende, ich glaube 28-75mm ist das ja, das ist wirklich auch schon top, aber das kann mit dem Sony nicht mithalten. Du merkst richtig bei Sony diese Qualität, ne? Diese Unterschiede bei den Objektiven, also absolut, also egal in welchem Brennweitenbereich, ob du jetzt im 70er oder auch im 200er bist, ne? Also die Auflösung ist klasse, auch die Schärfe. Ich mache da schon manchmal, wenn es jetzt wirklich um schnelle Sachen geht, gerade wenn ich den Rollstuhl-Rugby oder so fotografiere, da arbeite ich dann auch schon mal gerne mit dem Autofokus, keine Frage. Ne? Aber sonst mache ich auch wirklich sehr, sehr viel manuell, mit manuell Fokussierung. Sehr gut, dann merkt man natürlich auch... So geht das von eben zum anderen halt sozusagen. Sehr gut, dann merkt man natürlich auch die Qualität und dass du auch da dich richtig reinfuchst. Wir sprechen auch gleich nämlich über dein Foto-Award, den du gewonnen hast in Berlin. Da erster Platz hier erstmal natürlich. Du reden, liebe... Da hier nochmal herzlichen Glückwunsch. Wie hast du dir denn dieses Wissen angeeignet? Also hast du dir mal irgendwelche Kurse, Workshops genommen oder alles eigentlich YouTube? Eigentlich gar nicht. Alles wirklich selber. Also ich habe damals dieses Digitalfotografie-Buch mir zugelegt. Natürlich ja von dir das Buch, auch echt klasse.
wie man sozusagen erfolgreich wird als Fotograf, ne? Das ist auch echt interessant. Aber wenn es jetzt rein, diese ganze Technik und Gestaltung habe ich auch viel in der Ausbildung gelernt. Da war ich ja wirklich gut drin, ne? Aber Fotografie, buchtechnisch, technisch, das habe ich alles, genau, technisch habe ich alles von dem Buchzeichen mal rausgenommen und ganz viel rumprobiert. Also vor Jahren schon habe ich damit angefangen, ne? Ganz viel rumprobiert mit dem Verschluss in ISO und Blende und so weiter und auch Zeitraffer oder auch Langzeitbelichtungen. Ne? Auch da dockte ich viel gerne rum. Also gerade diese in der Mondaufnahme hier, die von mir, die war ja auch ziemlich cool. Das war meine erste in diesem Vollmond. Also und auch mit dieser Auflösung der Kamera, also es ist schon Wahnsinn. Ne? Das hätte ich mit der alten Kamera, glaube ich, nicht so gut einfangen können. Jawohl. Also habe ich mich halt viel belesen. Klar, das eine oder andere YouTube-Video vielleicht, aber ganz, ganz viel Learning by Doing. Das ist gut. Das finde ich aber auch spannend und auch ganz gut, dass jeder so seinen eigenen Stil hat. Wie du auch gesagt hast, Marc findet ja nicht so viel Megapixel gut. Du findest da immer mehr geht besser. Dann jeder hat so seinen eigenen Stil, finde ich gut. Und natürlich das Buch von mir ist mehr so für das Geschäftsaufbau, dass jeder so seinen eigenen Stil hat und dann dafür halt die entsprechenden richtigen Kunden gewinnt. Das ist halt einfach das Coole, dass jeder so seinen eigenen Stil auch rausbringen kann und damit halt dementsprechend auch selbst erfolgreich wird. Und da kommen wir jetzt vielleicht auch zum Beispiel, liebe Doreen, ne? Hier erster Platz in der Hauptstadt, das muss man erstmal schaffen. Erstens, was ist das für ein Foto Award? Wie kann man dran teilnehmen? Wie bist du so weit? Also, wie hast du es geschafft, den ersten Platz abzuholen? Hast du da welche bestochen oder wie ging das? ja, also es ist so, diese Swiss Photo Club Geschichte, die Leute, das sind ja wirklich die besten Fotografen aus dem Land von der Schweiz. Das kommt ja ursprünglich aus der Schweiz, dieser Swiss Photo Club. Ich bin da einfach per Zufall dieses Jahr im Frühjahr darauf aufmerksam geworden, weil die ja auch immer Werbeschaltungen machen für sich natürlich und sagen, hier, pass auf, ihr könnt an Fotowettbewerben teilnehmen. Und die haben das erst einmal in der Schweiz gehabt. Die haben das jetzt in Deutschland schon ganz schön ausgebaut. Ich weiß gar nicht, ob ich letztes Jahr angefangen habe oder dieses Jahr. Aber dieses Jahr auf jeden Fall das erste Mal im Mai dieses Jahr in Leipzig. Und da hatte ich das erste Mal mit angefangen. Und da habe ich gedacht, gut, ja klar, da reicht halt mal bei Fotos ein, ne? Und so hatte ich eben halt in Leipzig, da war aber im Frühjahr mit meinem Hundefoto, also es ist immer so, du kannst Fotos einreichen, eigentlich ursprünglich stand da bis zu 5, du kannst aber mehr einreichen, die kosten natürlich auch, ne? Also es sind nicht ganz billig, also im Mai in Leipzig war das, glaube ich, pro Bild 37 oder 39 Euro und da hatte ich einige eingereicht und die Fotografen, die Jury, die wählt halt von den ganzen eingereichten Fotos immer die 50 Besten aus der Stadt, in manchen Städten natürlich auch 40 Besten. Und von den 40 oder 50 Besten, die kommen natürlich in groß auf Aluprint. Ne? Und die anderen Fotos werden alle auch in klein ausgestellt, auf Premium-Papier, alles über Saaldrucker halt läuft das. Ne? Lassen die ausdrucken. Und genau, da war ich im Mai schon mit meinem Hundefoto da, von meiner Labrador-Hündin. Da war ich schon mit dabei und habe die Top 50. Und dann habe ich das gesehen, dass er dann später in Hannover, deshalb hatte ich dann in Hannover auch eingereicht und eben halt Berlin. Die machen auch Stuttgart, Hamburg, Köln, also so die ganzen großen Städte mit. Ne? Ja, und so ging das halt los. Und in Leipzig war ich, hatte ich dieses Mal ja Haufen Porträtfotos mit eingereicht. Da habe ich 30 Bilder eingereicht, habe ich ja nur gemacht, weil es in unserer Stadt ist. Naja, klar, bietet sich ja an. Ne? Da war wirklich schon so eine tolle Galerie. Da wirklich Fotos von dir ausstellen zu können. Ne? Das ist ja schon mal was Tolles. Was anderes, als wenn alles immer nur irgendwo online stattfindet. Ja, finde ich auch. Und in Hannover hatte ich 4 eingereicht, in Berlin 3 und in Leipzig 30. Und ich bin überall mit meinem Vatersbild per Zufall wirklich unter diese Top 50, beziehungsweise Top 40 dann auch gekommen, was im Groß. Und dann ist es halt immer so, bei Swiss Photo Club, die geben 5 Preise. Einmal der erste Preis, Jurypreis, genau, also die Jury ein Bild von den großformatigen Küren. Und dann gibt's 3, erster, zweiter, dritter Platz Publikumspreis, ist auch Großfoto. Und der 4. Publikumspreis, Kleinfoto, ne? Wählen die halt. Mhm. So, und da war ich diesmal mit meinem Brothers-Bild in Leipzig, sogar mit dem großformatigen auf Platz 24, das war auch gar nicht so schlecht. Ne? Da waren auch von meinen kleinen Fotos, waren auch ein paar, das eine Aktfoto von mir war mit auch auf relativ höherem Ranking. Naja, und dann Berlin, also ich habe es jetzt ja wirklich nicht gedacht, also Hannover, ich habe gesagt, okay, ich fahre überall, wenn ein Bild von mir dabei ist, unter die Top 50, war ich überall zumindest zur Vernissage hin. Ne? Dass ich mal da war, ist ja auch mal toll, ne? Auch selber live zu sehen und so weiter. Und da waren wir auch in Berlin zur Vernissage, aber da habe ich es halt leider zur Finissage nicht geschafft. Ne? Und genau, ich hätte da nie gedacht, dass
Berlin, keine Ahnung, ich kenne ja auch nicht so viele dort. Ne? Also wir haben dort für uns gewohnt, da waren zwei Leute, ne? Drei Leute, keine Ahnung, die da gewohnt haben, für mein Bild. Und der Rest ist es wirklich alles irgendwelche Menschen in Berlin, die da, ja, spricht ja für dich, ne? Sind und die es gut fanden. Ja, also das ist Wahnsinn, ja. Wirklich. Da war ich echt sprachlos einfach nur. Richtig gut. Also als du nach Hannover gekommen bist, schade, dass wir uns da nicht gesehen haben. Ich konnte ja da zu einem Zeitpunkt nicht, aber ich bin ja nachträglich nochmal hingegangen, um dir eine gute Stimme für dich abzugeben. Hier ich Support. Und nächstes Jahr wieder, wenn ich wieder in Hannover. Richtig. Tatsächlich habe ich auch sogar von anderen Kunden auch schon Fotos gesehen. Ja. Also habe schon direkt auf Painstorm hier, du hängst da hier, hast du abgegeben und so. Also das ist anscheinend relativ weit verbreitet. Also ist jetzt nicht irgendwie, also schon sehr bekannt anscheinend, wenn da so vieles abgeben. Mehr und mehr, ja. Genau. Weißt du, Pi mal Daumen, wie viele dran teilgenommen haben? Ich weiß nur, ich glaube, ich hatte was gelesen oder gehört, dass die sogar gesagt haben, die hätten über 500 oder 600 oder 700 Votings gehabt. Also das ist schon echt viel. Ne? Stark. Und aber da muss man überlegen, da den ersten Platz abzuräumen, das ist schon nicht schlecht, ne? Das ist wirklich unfassbar. Und das Geile ist, die machen am Ende ja auch immer einen Aushang, also ein paar Tage später dann, machen die online auf ihrer Homepage, ist das ja eh alles nochmal preisgegeben, die ganzen Plätze mit den Bildern. Und da machen die auch immer diese Top 100 Liste. Da ist immer ganz spannend und interessant auch zu sehen, wo du mit deinen ganzen Fotos, auf welchen Plätzen Ranking du bist und unter welchen Punktezahlen auch. Ne? Und in Berlin, Wahnsinn. Also mein Vaters Bild ganz oben ja Platz 1 vom Publikum mit 144 Punkte eher. Und der Platz 2 war sogar auch einer aus Leipzig. Da hat noch meine Freundin gesagt, ey, diesmal tun ja aus Leipzig die Leute abräumen in Berlin. Ne? Der Zweitplätzler aus Leipzig hier, der hat 122 Punkte. Also 22 hinter mir, auch immerhin. Aber also sind auch trotzdem viele, viele Punkte. Also da kann man schon sagen, dass du mit Abstand den ersten Platz schon geholt hast, ne? Genau, und der dritte Platz, der war irgendwo, ich glaube, bei 97 oder 98 Punkte. Also es waren ganz schöne Unterschiede. Definitiv. Krass. Kannst du jetzt irgendwie erklären? Also natürlich, man findet seine eigene Arbeit natürlich immer gut, aber hast du die anderen Bilder die angesehen? Hast du da irgendwie so, was meinst du? Da waren wirklich wieder viele gute dabei. Also auch so viel unterschiedlich. Nicht nur Porträts. Es ist viel Kunstfotografie dabei. Das sind irgendwelche Landschaften. Klar, ein paar Porträts sind immer, die tun das ja immer so ein bisschen auch an der Wand, staffeln nach den Kategorien. Ne? Also so, was weiß ich, Menschen, Porträts aneinander, dann irgendwelche Natursachen aneinander, Tier aneinander und so. Ne? Also es waren wirklich wieder einige gute dabei. Aber ich kann mir das ehrlich gesagt nicht erklären. Lieber was. Also, keine Ahnung, die Leute müssen es einfach nur gut gefunden haben. Du hast die alle bezahlt da. Hier, was? Da stand es doch da mit einem 5-Euro-Schein. Hier, jeder 5-Euro-Schein, wer upvotet. genau, weil ich ja so viel. Ja, hast du hintenrum wieder weggeschnappt dann, wo die rausgegangen sind. Ich hatte ja sogar meine Freundin aus der Medienbranche, aus der Entertainment-Branche, über die ich ja schon so die ein oder andere Kamerajob bekommen hatte. Die ist in einer großen Firma, Citizen Fine, die machen europaweit, machen die Veranstaltungen, ne? Und da ist die Teamleitung dort, technische Teamleitung, und über die, wie gesagt, hatte ich schon ein paar Kamerajobs. Da wird wahrscheinlich hoffentlich dann auch nächstes Jahr der tolle Imagefilm bei Porsche, ne, im April, wenn das klappt, alles hoffentlich. Und die habe ich ja auch schon gebeten, weil die ja in Berlin wohnt, wohnte mal für mich immerhin, aber ich hoffe, die ist nicht hingegangen, die hat wirklich Zeit. Ja, schlimm, haben ja genug andere gewotet und hat ja mit Abstand gut gewonnen, ne? Weißt du, oder beziehungsweise weißt du auch, was kannst du erzählen, was der Erstplatzierte bekommt? Genau, also ich habe es nicht mehr ganz so im FF, aber erster Platz Jury und erster Platz Publikum bekommen beide den gleichen Preis, und zwar von Saal Digital Drucke einen 300-Euro-Gutschein. Ach, schon. Ich glaube, ja. Das ist schon ganz schön. Ja, klar, ja. Ich glaube, der zweite Platz kriegt einen 200- oder 100-Euro-Gutschein. Und dann gab es irgendwie auch noch ein Manfrotto-Stativ. Ich weiß gar nicht, ob das der dritte Platz war. Ein vierter war auch noch irgendwas anderes. Also irgendwie so in die Richtung. Ne? Ja, cool. Kennt man auch irgendwie das Bild dann noch ausgedruckt oder sowas? Oder schicken jetzt noch einen zu? Ja, genau. Man hat ja seine eigenen, also die eigenen gedruckten Bilder sozusagen. Die bekommt man natürlich alle. Die stehen einem zu. Ne? Man hat sie ja auch bezahlt, mal davon abgesehen. Und entweder du bist dann schon vor Ort und kannst deine ganzen Bilder mitnehmen. Das war ja in Leipzig lustig, ne? Ganze Wand erstmal wieder leer gemacht mit den ganzen vielen
Bildern. Und wenn du halt nicht die Möglichkeit hast, vor Ort zu sein, dann schicken die dir zu. Eigentlich auch kostenpflichtig. Also ich habe jetzt gesehen, für die kleinen Fotos wollten sie einmal 3 € Versandpauschale und für die großen Bilder einmal 9 € Versandpauschale. Aber die kennen mich ja schon so gut und die hatten mich jedes Mal, wenn ich da hingekommen bin, so viel sage, dann, ach Doreen, du bist ja auch wieder da, ist ja klasse. Und weil ich immer so viel überall ausstelle. Und da hatte ich die auch gebeten, könnt ihr bitte irgendwie gesammelt von Hannover, weil Hannover konnte ich auch Finissage nicht gehen, könnt ihr von Hannover und Berlin irgendwie mir die Bilder zukommen lassen. Ne? Da wusste ich das noch gar nicht mit der Versandpauschale. Und dann haben die gesagt, ja, schick mir dir zu, auch portofrei. Ne? Also die wollten mir das jetzt auch mit dem Gutschein da, also mit dem Geschenk da, dem Preis, wollten die mir das irgendwie gestaffelt alles zusammen herschicken. Sogar gerade. Also, ja, mega. Hier, Doreen sogar hier richtig abgeräumt. Geil. Danke, danke. Ich hoffe mal nächstes Jahr sehr auf Leipzig, dass ich da vielleicht auch mal irgendwo noch ein bisschen höher komme, sozusagen, als was weiß ich. Bloß, Leipzig war das Vatersbild auf Platz 5 immerhin. Das ist schon, ja. Also hat Hannover Platz 24, Leipzig Platz 5 und Berlin Platz 1. Ich hoffe einfach, dass es in Leipzig auch noch mal irgendwie einen Tacken höher geht. Ja. Gerade in der eigenen Stadt, wo du ja wohnst, ne? Ja klar, wir werden natürlich haben, aber schon sehr cool, freue mich auf jeden Fall. Muss man sich dann dementsprechend anmelden oder dann zahlt man wahrscheinlich einmal Anmeldegebühr, kann 5 Bilder einreichen. Ja, mehr kannst du, aber du musst eben pro Bild zahlen, das ist eben das, was relativ teuer ist. Okay. Ne? Also die könnten es ein bisschen günstiger machen, du kannst aber auch eine Mitgliedschaft bei denen machen, das habe ich dieses Jahr das erste Mal entdeckt, bevor ich in Leipzig eingereicht habe, weil ich ja wusste, ich möchte in Leipzig gerne ein paar mehr Bilder einreichen, habe ich das gesehen, dass du bei denen eine Mitgliedschaft machen kannst. Hast du zwar auch relativ viel, ich glaube über 300 € pro Jahr einmalig, also das geht im Voraus und dann kriegst du aber alle, also in allen Städten, bei denen du einreichst Fotos, du kannst ja überall einreichen, wenn du das möchtest, ne, kriegst du immer 50% Rabatt. Das ist jetzt auch nicht schlecht. Das lohnt sich natürlich, wenn du in mehreren Städten einreichst und auch mehrere Bilder. Ne? Ja, geil. Rentiert also, sich das auf jeden Fall. Macht sich auch, denke ich mal, gut auf der Website und so, ne? Wenn du da schreibst, ne? Also erster Platz, ne? Von dem Foto-Award. Genau, das wollte ich ja mal reinbauen jetzt, genau. Ich bin noch nicht dazugekommen, aber das baue ich jetzt die Tage auf jeden Fall noch mit ein. Das habe ich schon von mehreren Seiten gehört. Das muss ganz oben groß auf die Homepage. Ja, direkt ganz oben. Das muss so Feuerwerk und Schein, erster Platz. Wir wollten mal lieber drei, aber es ist ganz schön, ja, so aktuelles oben, dass du das mal mit reinblendest, das ist schon nicht verkehrt, ne? Dass man das auch sieht hier. Da hat auch jemand mal wohnt. Preis gemacht. Ne? Ja, ist doch cool, kann man stolz drauf sein. Also, und dann, wenn die Leute dann anfragen und dann du die anrufst, sagst, ja, hier die Erstplatzierte vom Berliner Photo Award, was kann ich für sie tun? Und dann ja, genau, so ungefähr. Womit hast du das Gewinnerbild geschossen? Mit der aktuellen Kamera oder noch mit der vorigen? So ist es. Nee, mit der R5 jetzt, also so eine R5. Und das hatte ich aber noch mit meinem Tamron-Objektiv. Ne, dem 28.75. habe ich das gemacht gehabt. Und es war so eine Idee einfach, ich habe ja ein Porträtshooting mit den Jungs gemacht, mit den Kleinen und mit dem Großen sozusagen, Bruder, einzeln. Und das war so im Nachgang, ich hatte die ja beide so an dieser einen Wand, was ja wirklich cool aussah. Das ist bei denen irgendwie das eine Schulgebäude da. Das fällt aber ja so gar nicht auf, ne, erst einmal. Und da habe ich im Nachgang so gedacht, Mensch, das ist eigentlich eine geile Sache, die zwei, weil die zwei auch wirklich so grundverschieden sind, einfach mal zu präsentieren, Rücken an Rücken, ne? Und das sieht auch geil durch mit die Wände da so aus, ne? Weil es ist ja wirklich gebaut, es ist ja neben Original so, ist mal gebaut und es hat halt irgendwie was. Naja, und die sind wirklich so unterschiedlich und das passt einfach. Der Große, der, sag ich mal, jetzt schon so pubertierend und im Jugendlichalter, der ist ja jetzt auch 16 geworden und schon so, sag ich mal, in der Reife, ne? Auch mit dem Blick. Und der Kleine, der Verschmitzte und Fresche da so, netter da so reingrinst, das passt halt irgendwie einfach. Sehr gut. Haben die irgendwas gesagt zu den Awards erstplatziert? Ah, ja. Haben gesagt, weil wir drauf sind, haben die gesagt, ne? Ja, das haben wir gesagt. da müssen wir jetzt holen, ne? Überall aufs Neue sozusagen. Nee, die haben sich wirklich sehr gefreut. Aber ich mich natürlich auch. Sehr gut. Seid ihr dann drei Geschwister hast du noch? Also vier in Summe seid ihr? Nee, ich bin Einzelkind. Ach so, ich dachte, das sind Die zwei sind Geschwister, ja. Und der Große, den hast du vielleicht auch fotomäßig gesehen, wo ich die Smoking-Reihe gemacht habe, wo der so geraucht hat, die Rauchbilder. Das ist der ganz große Bruder von denen. Die sind drei Brüder, ja. Ach so. Also, ja, man sieht das aber gar nicht ganz so. Na gut, der Große und der Mittlere jetzt, also der 16-Jährige, die sehen sich schon mittlerweile ziemlich ähnlich, aber der Kleine, der fällt ein bisschen aus der Reihe.
Sehr, sehr gut. Dann kommen wir mal zu den Porträtshootings. Du machst ja richtig gute, wie man sieht, ne? Du wirst ja auch gut ausgezeichnet. Was sind so deine Equipment-Sachen, die du mitbringst? Natürlich Kamera und Objektiv, ne? Gibt es sonst noch irgendwas, was du bei so einem Shooting mit dabei hast? Genau. Also jegliches Stativ auf jeden Fall, Lichtequipment. Also ich habe so zwei Scheinwerfer, ich habe aber mittlerweile auch noch, ich glaube, drei Softboxen. Ich habe auch Schirme, aber wobei die Schirme eher selten zum Einsatz kommen. Also eher, wenn es schnell gehen soll, dann auch die Scheinwerfer, weil die echt gut aussehen, aber auch gerne die Softboxen. Ne? Und die Scheinwerfer, die kann ich ja auch weiches Licht machen und hartes Licht. Ne? Da kann ich immer ein bisschen variieren und gucken. Also da habe ich schon lieber mal erstmal alles mit dem Schlepptau. Das Coole ist, ich habe so eine geile große Tasche mittlerweile, da passt alles rein. Da habe ich echt alles drin, das fetzt. Das ist wohl immer ganz schönes Geschleppe, aber das ist immer ganz witzig. Und jetzt auch bei dem Babyshooting mit der Kiste hier, die wir haben, das ist auch ganz cool. Ja, geil. Kannst du sagen, was das für Lichter sind? Sind das Dauerlichter mit Akkus oder? Genau. Du kannst eigentlich so wie auch die großen, bekannten, berühmten, sage ich mal, hast du die Akkus, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißen, aber die V-Mount-Akkus sind, Ja. ne? Die kannst du reinmachen oder eben halt normal über Strom. Also ich habe da wirklich jegliche Stecker, Verteilerdosen mit. Wenn ich jetzt weiß, ich habe da Möglichkeiten, ne, mit Steckdosen, ne, dann habe ich nämlich die und ansonsten habe ich mittlerweile auch einige Akkus schon und kann es dann auch draußen einfach mal im Freien mit Akku betreiben. Das ist eigentlich auch ganz cool. Also zumindest bei den Scheinwerfern, die Softboxen, die gehen nur rein über Strom. Die haben keine Akkumöglichkeit. Aber wie gesagt, die Scheinwerfer funktionieren auch super. Ne? Okay, sehr Da gut. Wie kann ich machst auch kalt, da kann ich kaltweiß und kann auch warmweiß machen. Ne? Also auch variieren. Sehr gut. Wie machst du das mit dem Model? Weil auch, sage ich mal, die Geschwister oder auch andere, die sind ja, sage ich mal, vor der Kamera immer so, ja, die wollen sich natürlich so nicht immer gleich so öffnen. Wie kriegst du es hin, dass am Ende so ein richtig gutes Bild rauskommt? Ja, also verschiedene Varianten. Ich sage immer, seid einfach ein bisschen natürlich, seid einfach, also tut einfach so ein bisschen, wie als wäre ich nie da. Ne? Ich mache viel, wirklich viel auch aus der Beobachterperspektive, weil das echt gut kommt. Also gerade wenn es um die Kinder geht, ne, das funktioniert ziemlich gut. Manches tue ich natürlich auch dann so ein bisschen hinrücken, gerade bei dem Junge und der hat auch echt Talent dazu, muss ich sagen, der 16-Jährige, der ist echt für die Kamera gemacht. Der sagt immer, ich krieg das nie, ich kann das nie und was soll ich denn jetzt machen und so geht das immer. Ich sage, mach einfach, stell dich mal so hin und mal so und guck mal. Und ich will immer seinen geilen, ernsten Blick, weil der ist absolut, der kriegt ja am besten hin. Ne? Also das sieht da richtig genial natürlich auch aus. Und auch mit Grinsen, dass man manchmal sagt, hier, jetzt lächelst du mal und so, jetzt guckst du mal dahin und dahin. Und bei den Kleinen oder bei den Kindern genauso. Ne? Also zumindest die, sage ich mal, jetzt schon relativ aufnahmefähig sind oder schon in einem gewissen Alter sind. Oder da sagen kannst, ja, ist auch, versuch mal das jetzt zu machen oder spiel mal hier ein bisschen rum, auch da mit der Blume und das und dies und jenes. Ne? Oder und guck mal da, also ich meine, die sind zwar schon immer recht hippelig, gerade der Kleine, ne? Und der weiß immer nicht so richtig und da ist er wieder von da mit interessiert und da renne ich natürlich auch viel mit rum. Ne? Da bin ich dann auch viel in Action, kann ich einfach irgendwo stehen bleiben und darauf warten, na, kommt er jetzt mal wieder oder rufe ich jetzt dreimal oder viermal und er macht trotzdem nicht so nach und mal durch. Ne? Also da muss man dann auch ein bisschen flexibel sein und ein bisschen nachher sein. Ja. Beim kleinen Baby, sag ich mal, ist es ja so auch relativ entspannt. Ne? Das ist, da musst du mal ein bisschen gucken, dass du ein bisschen rumhampelst und so, dass es natürlich hinguckt. So ein bisschen zumindest in die Richtung, wo es mal gucken soll. Ja, naja, mit den Erwachsenen eigentlich ist es auch relativ entspannt. Da gucke ich auch, dass ich sie, sag ich mal, ein bisschen positioniere. Ne? Und man sagt, guck mal dahin, mal ein bisschen ernster, mal ein bisschen freundlicher und so. Also bis jetzt hat es relativ gut funktioniert. Das ist eigentlich, glaube ich, das kleinste Übel Sehr gut, kann man bei mal mir. so aus dem Fluss einfach so ganz entspannt raus, ne? Genau. Also mit Positionieren geht gut, aber wie gesagt auch viel aus der Beobachterperspektive. Weil da kriegst du auch gerne geile Momente rein, die du so im Gestellten gar nicht unbedingt von der Wirkung her kriegst. Ne? Sehr gut. Und wenn dann natürlich, hast du am Anfang gesagt, so ein bisschen perfektionistisch angehaucht. Wenn jetzt natürlich jetzt die Bilder bearbeitest, bist wahrscheinlich auch so ein bisschen pingelig, ne? Wie lange brauchst du, wenn du, sag ich mal, so ein Shooting gemacht hast, bis du die fertigen Bilder dann den Kunden zuschicken kannst? Also die Auswahl, die Vorauswahl treffen ist erstmal noch das Größte. Ne? Also da sitzt du manchmal schon gerne mal 2, 3 Stunden, ne, für die Vorauswahl, je nachdem, wie viele das Bilder werden. Und wenn das ein paar hunderter sind, ist das dann immer ganz schön aufwendig. Und dann mache ich immer je nachdem, so zwischen 50 und 80 so der Vorauswahl. Und je nachdem, was sie für Pakete haben, 10, 20, 30, meistens so 20 rum oder so. Ne? Suchen die sich natürlich, sage ich immer, erstmal die Vorauswahl treffen. Meistens wollen sie es gerne selber über die passwortgeschützte Cloud.
Und wenn die Probeauswahl getroffen haben, dann mache ich ein Bild in drei Looks fertig, sage ich hier, sucht euch gerne einen Look davon raus, außer sie wollen nochmal einen extra einen anderen, aber meistens klappt das schon, da wählen die einen von den drei Looks. Dann fange ich ja erst an, richtig zu bearbeiten, also Retusche, ne, und auch so mit Hintergrund, je nachdem, da auch Retusche, manchmal auch andere Hintergründe reinbauen, ne, unterschiedlicherweise. Und das, ja, das kann dann schon mal ein bisschen dauern. Also, ich sag mal so, einen Tag ungefähr plane ich da schon mindestens. Ja, das ist doch nicht lange, ein Tag. Das ist ja. Naja, so. Ja, aber wenn ich im Flow bin, sitze ich aber auch. Ne? Da ist dann um mir herum, kann da keine Ahnung, was passieren, dass nach mir die Sinnflut zu machen oder, ne? Da bin ich dann dabei. Also da mach vor Essen und Trinken weg, vor Toilette weg oder so und ansonsten wirklich durchziehen. Das kenne ich ja, wenn man da schon so richtig im Flow ist. Das heißt, wenn du jetzt, sag ich mal, so einen Samstag ein Shooting hast, wann können die Kunden mit den Fotos rechnen? Es kommt immer drauf an, wie lange die brauchen für die Vorauswahl. Ne? Also manche lassen sich ein bisschen länger Zeit. Ich hatte auch dieses Familien-Fotoshooting hier, 60. Geburtstag, alles schick, aber das hat gedauert. Ich habe die dann schon ein paar Mal drauf angesprochen, wie lange wollt ihr noch und so. Ne? Die konnten sich nicht so richtig entscheiden. Also manche entscheiden sich schon innerhalb einem Tag. Manche brauchen halt 3, 4 Tage, manche eine Woche. Und wenn die sich entschieden haben, ne? Wie gesagt, da dauert es nochmal vielleicht einen halben bis einen Tag, weil ich ja die 3 Looks präsentiere, je nachdem, wie schnell die sich da wieder entscheiden können. Und danach lege ich dann los, also sagen wir mal zwischen 3 und 5 Tagen, ne? Je nachdem, wie lange die halt erst brauchen. Wenn die sich entschieden haben für den Look und ich loslege, dann habe ich, sage ich mal, eher 2 Tage, ne? In die Richtung. Ja, geht ja relativ doch schon fix. Du meintest jetzt so 2, 3 verschiedene Looks. In der Regel haben die meisten immer so ihren eigenen besonderen Stil. Warum hast du 2, 3 Looks? Sind das so deine 3 verschiedenen Arten, wo du dich gerne austobst? Oder wie kam das? Genau. Also ich hatte ursprünglich mal auch gedacht, machst du 3 feste Looks, die du immer jedem Kunden anbieten kannst. Und dann wird es am Ende, weil ich ja selber auch so kreativ bin und da auch immer voll Lust drauf habe, gucke ich dann einfach, was sind das für Bilder, was passt am besten für Looks. Na, dass ich selber einfach 3, immer für jeden Kunden individuell 3 neue gestalte. Also wie gesagt, ursprünglich wollte ich immer 3 gleiche nehmen, das war mir dann irgendwie ein bisschen zu langweilig. So mache ich für jeden Kunden immer 3, die ich halt ansprechend finde. Da ist was retromäßig dabei, da ist so ein bisschen bunteres dabei, was ein bisschen kühleres, sodass man so wirklich 3 verschiedene hat. Und dann ja, könnt ihr wählen. Manche wollen ja auch das ganz Natürliche. Das habe ich dann auch mit, sag ich mal, kann sagen, ich mache nur ganz natürlich. Ne? Wenn die sagen, nee, wir wollen gar nicht großartig irgendwie was da rumprobiert haben, hatte ich zum Beispiel bei dem 60. Geburtstag bei der Familienfeier, die haben gesagt, nee, mach mal so natürlich wie möglich. Okay, ja, dann brauche ich gar nicht, ich habe zwar dann trotzdem noch 2 Looks gemacht, ne, und das Natürliche mit, und dann haben die trotzdem gesagt, natürlich, aber ja, und dann in den unterschiedlichsten Look, viele wollen dann gerne auch so diesen Retro-Style, ne, was so ein bisschen so Rostfarben oder so in die Richtung. Das kommt eigentlich auch mal gerne gut an. Oder eben halt so dieses Kaltweiß, so dieses kühlere, so, oder so Silbertouch hat so ein bisschen in die Richtung. Das kommt auch gut an. Ja, sehr cool. Wie bearbeitest du die dann? Machst du ganz klassisch Lightroom, Photoshop oder ist das ganz abstraktes? Genau. Nee. Lightroom. Also ich habe ja die ganze Creative Cloud schon viele Jahre. Kostet zwar auch immer jeden Monat, aber gerade weil mit dem After Effects, wenn du doch Animationen machst, Schneiden, Postproduktion mache ich eher DaVinci. Ne? Und wenn es aber um Fotogeschichten geht, entweder manchmal schon gleich mit dem Camera Raw, was dann direkt ins Photoshop reingeht, aber viel auch gerade wegen den Looks dann eher im Lightroom vorher. Und wenn ich dann eben am Lightroom bin, dann mache ich natürlich auch den Rest im Lightroom. Guck aber, dass ich dann im Photoshop, je nachdem, was ja gewünscht ist, oder wenn ich auch gucke, ich baue nochmal irgendwelche Effekte mit ein oder so, ne? Oder auch mal Hintergrund irgendwas abändern. Da kannst du nämlich auch manchmal jetzt schon wirklich mit der KI das eine oder andere machen, was ganz gut ist. Und da dann natürlich im Photoshop. Sehr gut. Und wie kam dann so der Punkt, wo du eigentlich primär ja Fotografin warst, wo du gesagt hast, okay, jetzt mache ich auch Film? Oder wie kam denn diese Leidenschaft auch zum Film dann dazu? Ja, eigentlich habe ich sogar in den letzten Jahren, bevor ich ja dann 2019 an die Fernsehakademie gegangen bin für diese Umschulung zur mediengestalterischen Ton, weil ursprünglich komme ich ja aus der IT, ne, und das war mir ja zu trocken, viele Jahre IT, System- und Netzwerkadministratorin und ja schon immer kreativ, habe ich erst so, also die Fotografie schon immer, ne, und dann habe ich mich aber wirklich, sag ich mal, 2017, 18 viel mit der Postproduktion beschäftigt, habe mich da reingearbeitet, habe damals angefangen mit Premiere. Erst hatte ich so eine Suite ich weiß gar nicht, wie die heißen. Da habe ich richtig ein Programm gekauft. Ne? Da hatte ich von denen so ein Schnittprogramm und danach bin ich dann zur Creative Cloud zum Premiere gekommen. Dann habe ich mit Premiere eingearbeitet
Und dann hatten wir sowieso über der Ausbildung an der Akademie, hatten wir dann viel mit DaVinci gearbeitet, hatten zwar auch den Avid, also ich mag einfach, arbeite eigentlich mit verschiedenen Schnittprogrammen, beherrsche auch verschiedene, Premiere mehr, Avid zu teils mehr zwischendrin und am meisten natürlich DaVinci, weil da haben wir richtig drin, sag ich mal, gelernt. Ne? Was ist das? Und auch zur Color Grading. Das habe ich ja auch schon, da habe ich ja, ich habe ja vor, bevor ich zur Bundeswehr gegangen bin, habe ich hier für eine Postproduktionsfirma 4 Monate gearbeitet, die hat für ein MDR viel geschnitten und bei denen habe ich natürlich viel Avid gemacht und dann war es aber geil, weil die wussten, okay, ich kann DaVinci und dann hatten die Olewitz-Serie gedreht, das war noch genau vor mir, ich habe da angefangen, da war die schon im Kasten und da haben die schon die Postproduktion, da habe ich die Cutter schon geschnitten, da habe ich auch ein bisschen noch mit dran geschnitten und dann ging es aber darum, Color Grading, wir brauchen jemanden, der die komplette Serie gradet. Ja, Doreen, du kannst doch DaVinci. Sei ja los, Leute, ran. Ich mach's. Und dann saß ich über Weihnachten, ich glaube 2 Wochen, 3 Wochen zu Hause, weil die ja in der Firma absolut kein DaVinci hatten. Ne? Und ich habe ja meinen großen Schnittplatz hier daheim und habe gesagt, ich habe ja alles. Also durfte ich von zu Hause aus die komplette Serie graden. Das war geil. Da habe ich dann mit der Regisseurin zusammen, weil die hatten schon so ein bisschen ihren eigenen Farblook, so einen Blautouch, ne, für die Serie, wegen dem Fußball, blau-weiß und so, hatten die schon so ihre Vorstellungen, ne? Und da hatte dann auch die Kamerafrau, die inne, die hatte schon so ein bisschen was angefangen zu graden, so Ideen. Und auch von der habe ich dann, also bloß so ein Detouch erstmal übernommen, dass ich wusste, in welche Richtung geht's. Und dann habe ich natürlich da gesessen, ja, und habe 2 Wochen gearbeitet und ja, die ganze Serie gegradet. Das war ganz interessant. Ja, krass. Kommt dann nicht irgendwie, also ist das nicht anstrengend oder durcheinander? Du kannst ja jetzt 3 verschiedene Schnittprogramme. Ist das nicht irgendwie überfordernd oder sagst du auch, das mache ich mit links? Nee. Ja, mit links würde ich jetzt nie unbedingt sagen. Das Ding ist immer, je nachdem, wie länger du natürlich wieder wo raus bist, ja, kannst du dich natürlich in dem Schnittprogramm dann nicht ganz so. Ne? Also da ich ja in der Firma mit Avid geschnitten habe, ging das schon. Und zu Hause habe ich mit meinem DaVinci, weil ich da sowieso eingespielt bin im DaVinci. Ne? Und dort habe ich ja ohne mehr geschnitten, zumindest für die Serie. Ne? Dort nur gegradet, dort nur das Color Grading gemacht. Und ja, da habe ich mich dort auch ein bisschen reingefuchst, ne? Mit den ganzen, ja, mit dem ganzen Aufbau und wie das da so abläuft. Wenn du dich für ein Schnittprogramm nur entscheiden darfst, welches würdest du nehmen? DaVinci. Immer DaVinci. Also nicht nur, weil ich da drinnen gelernt habe, sondern weil das einfach geil ist. Du kannst dort nicht nur schneiden, du machst dort die Audio-Postpro, du machst dort das Color Grading, du hast halt alles in einem. Ich habe ja die komplette Suite hier, also die Adobe? Ich glaube, ja. Nee, die Adobe Suite habe ich auch, aber von DaVinci. DaVinci Studio. Studio-Version. Mhm. Habe ich ja die 18er, also du kannst sie immer wieder aktualisieren dann, weil das ist das Schöne bei DaVinci, du musst nicht extra zahlen, du zahlst einmal die Lizenz. Und ich habe auch eine Standlizenz, ich habe keine Dongle. Bei der Dongle hast du den Nachteil, du kannst nur an dem einen PC betreiben, wo der Dongle halt dann dran hängt. Du kannst zwar den Dongle mitnehmen und an einen anderen PC ran, ne? Aber bei der Standalone-Version ist der Vorteil, du hast 2 Lizenzen auf Deutsch gesagt. Das heißt, ich habe es immer auf meinem mobilen Schnitt-Notebook, wo ich ja nicht nur schneide, sondern ja auch die Videografie, Fotografie, also Bearbeitung mache. Und ich habe es auf meinem großen Schnittplatz zu Hause. Ich, ne, habe es auf 2 Plätzen, das ist der Vorteil. Aber auf jeden Fall, also ich kann immer nur DaVinci empfehlen. Es lässt sich super gut drin arbeiten. Es ist so ein bisschen nach Premiere angelehnt. Ne? Also angelehnt, würde ich sagen, jetzt nicht direkt. Und du hast aber alles in einem. Ne? Du kannst wirklich in ihrem Programm alles machen. Sehr gut. Was sagst du, was ist genau, also warum würdest du das Premiere bevorzugen, wenn du sagst, es ist angelehnt? Was ist, was dir DaVinci besser gibt als Premiere? Oh, bei Premiere, naja, du musst dich auch ein bisschen auskennen, ist klar. Ne? Also bei Premiere bin ich jetzt nicht ganz so firm. Ich habe zwar angefangen mit Premiere, aber war dann auch relativ schnell raus, nachdem ich mich dann Power Director nannte das ich. Cyberlink Power Director. Nachdem ich mit dem dann viel noch rumgedoktert habe und dann ja mit dem DaVinci war ich da relativ schnell raus. Ja, also wer natürlich Premiere-Fan ist und wer sich gut auskennt, keine Frage, der soll auch bei Premiere bleiben. Ne? Es kommt wirklich immer drauf an, aber bei Premiere hast du für mich auch nicht so viele Möglichkeiten. Ich weiß gar nicht, wie das dort mit dem Color Grading abläuft. Hast du kennst dich ja also Premiere. Also ich nutze, ich habe nur diese Creative Cloud und nutze natürlich dann dementsprechend nur Adobe Premiere. Ja. Ich führe aber immer sehr gern diesen Talk mit DaVinci oder Adobe Premiere mit meinem Filmmachern, weil es da immer so diese 2 Fronten gibt. Entweder die einen sagen DaVinci, die anderen sagen immer Premiere. Aber dadurch, dass ich, sage ich mal, nicht so krass graden muss, weil ich mache ein paar YouTube-Videos und mal ein Werbevideo oder sowas,
Da muss ich jetzt nicht so ins kleinste Detail dann gucken, ob das, was weiß ich, dann die Cyanblau 056 oder keine Ahnung was ist. Sodass das nicht so entscheidend für mich, weil die meisten meine Videos nur so auf dem Handy schauen und da auch irgendwie dann ein Gelbstich, wenn es abends ist oder so. Also das ist dann nicht so entscheidend. Natürlich, wenn man jetzt größere Filmproduktion hat und sowas, da ist natürlich dann schon extrem entscheidend wichtig, dass man zum Beispiel das richtige Sparkassenrot und keine Ahnung, was dann natürlich trifft und gewisse Sachen hat. Und viele, die DaVinci nutzen, die sagen einfach, dass es ein ganz anderes Color Grading Ding ist. Und auch einigen Filmproduktionen habe ich schon gesprochen und einigen Kunden, die dann sagen, dass teilweise auch der Schnitt in Premiere gemacht wird. Also es gibt mehrere Teams, dann schneidet ein Team das auf Premiere. Und das Color Grading wird aber anschließend von einem anderen Team in DaVinci gemacht. Also so krass ist Richtig. es sogar, dass teilweise das sogar dann gesplittet wird. Aber ich sag mal so, alles, was wir so nutzen, ist gar nicht, also wir brauchen das gar nicht so tief in dem Detail so. Naja, klar, wenn du das jetzt nicht wirklich brauchst, ne? Aber da ich ja auch, wenn ich jetzt selber drehe, immer im RAW drehe, dass ich halt so viel wie möglich rausholen kann und nicht irgendwelche blöden, vorgefertigten Latz dort schon drauf liegen habe, ja, wird natürlich dann alles in der Postpro gemacht. Ja. Und wie gesagt, Ja. dafür ist DaVinci wirklich genial. Ja, das glaube ich. Ja. Für uns ganz angenehm. Wir machen das ja alles hier auf YouTube-Videos auch immer im Studio. Das heißt, je nachdem, was für einen Hintergrund wir haben, haben wir schon einen abgespeicherten Farbkorrektur. Und dann wird das neue Video hochgeladen, beziehungsweise reingeladen wird in das Programm, dann einfach nur die Farbkorrektur drauf und zack, schon Color Grading perfekt. Ne? Also dadurch, dass es Ja, immer stimmt. dasselbe Studio ist, ist es da eigentlich ganz angenehm. Aber klar, wenn du jetzt viele Werbekampagnen und draußen und viel mit Kunden und sowas machst, dann ist natürlich auch immer anders. Und dann schaust du natürlich, dass du auch das bestmögliche Color Grading halt rausholst. Ne? Ja, ist richtig, genau. Sehr gut, da kommen wir zu den Entweder-Oder-Fragen. Hast du schon mal ein paar Live-Talks gesehen bei mir? Sehr gut, Ja. hast dich vorbereitet, ne? Damit du genau weißt, was du da Naja, antworten musst. nee, das nicht. Das ist ganz intuitiv, aber ich habe schon gesehen. Sehr gut, also du musst dich entscheiden für eine Sache. Nicht, was der Kunde lieber hat, sondern wenn Geld und Kunden keine Rolle spielen würde, was würdest du nehmen? Und gerne so ein bisschen ausformulieren, warum du es gerne nehmen würdest. Okay, bist du ready? Oh, schwierig, schwierig. Ja, leg los. Dann Tageslicht oder Kunstlicht? Kunstlicht. Warum? Also mit Kunstlicht kannst du viel, viel mehr machen als mit Tageslicht. Ne? Bei Tageslicht musst du immer gucken, irgendwie, wie du es positioniert kriegst. Ja, wenn ich draußen Shootings mache, klar, ne? Dann ist natürlich Tageslicht genial. Da gucke ich auch immer, wenn es natürlich gegen Abend zu, dann finde ich schon wieder geil, das Kunstlicht einzusetzen. Wenn es irgendwo in Räumlichkeiten ist, immer Kunstlicht, weil du kannst halt einfach viel mehr machen. Und gerade mir ist auch immer ganz wichtig, dass ich viel Augenglanz mit drin habe, wenn die auch, also es gibt nichts Schlimmeres als tote Augen. Ne? Es gibt einige Fotografen, die machen Fotos mit den toten Augen und lassen die dann vor allem auch so tot, wo ich mir denke, oh, ich meine, das ist eine Geschmackssache, aber es wirkt absolut nicht lebendig. Es säuft ab. Ne? Und deshalb, ja, setzen, Licht setzen. Sehr gut, und da hast du deinen Scheinwerfer und damit bist du auch happy und zufrieden. Hast du schon mal im Blitz gearbeitet? Ich hab einen Blitz, ja, einen relativ guten hier. Ich weiß gar nicht, wie nennt das sich, Godox oder sowas, ne? In Mhm. die Richtung, glaube ich, ne? Ja, ist auch Also gut aufs Licht hier, der hier. genau. Mittelklasse, sage ich jetzt mal, ne? Habe ich schon ausprobiert, aber ja, also ich habe es von vielen Fotografen auch schon gehört, dass Blitzlicht nicht so besonders ist, ne? Also ich selber ausprobiert fand ich bisher jetzt auch noch nicht ganz so toll. Also im Notfall ja, aber eher weniger. Ja, es kommt immer darauf an, welchen Stil man hat und was man genau braucht, weil an sich ein Blitz, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Blitz hat mehr Power, dadurch, dass er natürlich dann nur einmal kurz auslösen muss, Leuchtet kann er natürlich dann, viel mehr aus, genau, ja. kann er halt viel mehr Power halt reingeben. Dauerlicht ist natürlich ganz angenehm, nutze ich in der Regel auch mehr als Blitz, weil man du sofort siehst, wie es aussieht anschließend. Also das musst du vielleicht erstmal Testshots machen, gucken, wie es ist, anpassen gegebenenfalls und so guckst du einfach durch die Kameralinse auf den Bildschirm, passt, ne, okay, mach ich ein bisschen, stelle ich Genau. dahin. Ist natürlich vom Arbeiten her angenehmer, wenn du halt sofort siehst, was Phase ist, ne. Richtig, genau. Zum anderen natürlich aber, sag ich mal, ein Blitz ein bisschen kompakter. Also wenn ich jetzt draußen shoote, nehme ich schon lieber gerne einen Blitz mit, weil der einfach kleiner ist. Auch Und tagsüber im Helm? ja, also es kommt natürlich darauf an, was für ein Blitz du hast. Es gibt halt Blitze, die haben schon ordentlich Power. Und wenn ich jetzt hier Sachen im Studio mache, dann nehme ich einfach so ein Dauerlicht. Ne? Aber ich sag mal, so ein Dauerlicht draußen, kommt natürlich auch immer darauf an, was für ein Dauerlicht du hast. Die brauchen dann schon ordentlich Power, um überhaupt gegen die Sonne halt anzustinken. Ne? Da ist ein Blitz halt schneller draußen, der Power halt reingeben kann. Ne?
Ja, siehst du, habe ich noch gar nicht so gemacht, also auch tagsüber nicht, kriege ich relativ gut schon durch die Lichtverhältnisse draußen hin. Also auch mit dem Augenglanz, Das meistens. ist gut. Das klappt ziemlich gut, ja. Ja. Dann nächste, analog oder digital? Digital, Warum? Du hast doch analog digital. gelernt, du weißt doch. Ja, tatsächlich habe ich ein bisschen analog gelernt, war nicht so wie andere noch viel mehr, ne, die vielleicht auch älter sind. Aber ja, es ist, du hast die Bilder gleich da, du kannst sie viel besser bearbeiten, du kannst viel mehr draus machen und ist auch alles viel anders jetzt, gerade mit den SD-Karten, beziehungsweise jetzt der R5 sind ja diese, ich weiß gar nicht mal mehr die normalen SD-Karten, schon diese noch schnelleren hier, ne, und Ja. noch teureren, ich komme bloß gerade nicht auf den Namen. Da musst du natürlich immer gucken, dass du den richtigen Adapter dazu hast. Ne? Und da geht der 0850 SD-Kartenadapter ja wieder nicht. Nee, aber digital ist besser. Heutzutage ja vielleicht so viel über digital. Ne? Ich weiß nicht, ist einfach besser. Jawohl, dann Spiegelreflex oder spiegellos? Spiegellos. Aber ich glaube, das sind die meisten mittlerweile, oder? Ja, Spiegellos. geht. Also mit Spiegelreflex habe ich noch nicht viel am Hut gehabt. Ich hatte mal von jemand, oder ich glaube auch in der Ausbildung hat man Spiegelreflexkamera so zum Üben, aber da bin ich nicht so firm jetzt, was so mit dem Unterschied. Da kenne ich mich nicht ganz so aus, aber ich finde diese Spiegellosen heutzutage reicht doch vollkommen zu. Die sind auch qualitativ super, ne? Die Ja, Spiegelkameras. so lange ist es, glaube ich, schon gar nicht her. Ich glaube, so vor 5 Jahren, wo dann so richtig der Boom rausging. Ich glaube, dann noch mit der Canon R. Das war, glaube ich, die erste spiegellose zum Beispiel von Canon. Und heutzutage, ich glaube, auch Canon hat komplett die Herstellung von Spiegelreflex schon eingestellt, wo auch viele andere Firmen jetzt nachgezogen haben, die gar keinen Spiegelreflex mehr herstellen. Aber ich habe natürlich als Beginner, wenn du jetzt, sag ich mal, reinsteigst, dann holst du dir wahrscheinlich eher lieber erstmal eine Kamera für 300, 400 Euro. Und da kriegst du halt eher eine Spiegelreflexkamera als eine spiegellose Kamera, ne? Ganz klar. Und natürlich hat die Spiegellose um einiges mehr Vorteile. Aber ich sag mal so, als Beginner, auch mit einer älteren Spiegelreflexkamera kriegt man heutzutage noch richtig geile Bilder hin, ne? Gerade auch wenn es, die meisten haben ja so Probleme beim Rauschen, dass sie nicht so lichtstark sind. Aber gerade auch heutzutage, wenn du Lightroom hast und dann KI nutzen kannst mit dem Entrauschen und sowas. Also da kriegst du auch heute extrem geile Ergebnisse halt. Nutzt du irgendwie die KI in deinem Workflow schon? Ja, also zum Teil ein bisschen, ne? Also so riesen viel KI mache ich jetzt nicht. Aber wenn es jetzt um Hintergründe geht, dass ich sage, ich gucke nochmal, je nachdem, was im Hintergrund ist, mit wegmachen oder auch was anpassen, ne? Dass der Hintergrund an der einen Stelle vielleicht ein bisschen ähnlich oder ich will was reinzaubern halt, ne, von Hintergrund. Das hatte ich jetzt auch bei dem Familienfotoshooting, weil wir hatten schön Hausenfotos ganz draußen gemacht vor dem Restaurant und dann sind wir hinten in diesen Innenhof rein und der Innenhof sah richtig geil aus für die Einzelporträts sozusagen. Und der Innenhof, da war natürlich so, da hat sie hier und da immer noch ein Schild gehabt mit den ganzen Getränken und Speisen und was sie da so haben. Dann hat sie irgendwo an der Holztür hast du irgendwelchen Mist gehabt. Also es war hier und da immer noch Zeugs und du hattest aber ganz viel Grünzeug da drin, Pflanzen neben dem Innenhof. Das sah total cool aus. Und da habe ich natürlich geguckt durch die KI. Erstmal habe ich so manche Sachen weggezaubert, ist klar, ohne KI. Also selber, wobei es läuft ja alles irgendwie gewissermaßen über KI. Und dann habe ich mit KI noch die eine oder andere Pflanze da drin noch generiert oder Palme, ne, dass das einfach noch mit reinpasst irgendwie. Ne? Also solche Sachen. Ich will jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, was da zaubern, ne, was da manche vielleicht machen. Aber so für die einfachen Sachen ist es schon ganz cool, auch wenn es um manche Effekte halt dann geht. Ja, geil. Und im Filmbereich, musst du das da irgendwie? Im Filmbereich eigentlich bisher noch nicht so sehr. Da habe ich eigentlich auch selber mit den Effekten rumgedoktert. Entweder ich tue irgendwas über Animation, also über After Effects generieren, oder ich habe die ein oder andere Geschichte, dass man sagt, man kann ja im Netz auch das ein oder andere sich organisieren, was man einbinden darf, ne, offiziell, dass man da was mit reinmacht. Aber da eigentlich überwiegend, also da habe ich noch gar nicht so rumgedoktert mit Ich KI. fange da so ein Verstanden. bisschen mehr jetzt an auch. Also ich mache ja auch relativ viele Reels. Auch hier zum Beispiel wird später ein Reel gemacht. Und man kann dann so dieses M, was ich gerade gesagt habe, zum Beispiel rausfiltern lassen. Also gerade was so Reels, Shorts, TikTok und so, das muss ja immer ganz schnell sein. Da wollen die Leute ja nicht immer lange warten. Und dann kann er sozusagen herausrechnen, wo sind lange Pausen. Also zum Beispiel alles, was da so länger ist als 1 Sekunde. Und dann natürlich so Füllwörter. Ne? Dann berechnet er das, markiert das. Dann kannst du sofort alles mit einem Klick rauslöschen, dann hast du sofort eine gesäuberte Spur. Habe auch schon von Sehr anderen cool. Filmemachern gehört, dass es auch sowas gibt, wenn es zum Beispiel Interviews sind,
Da kann man einstellen, dass immer die Kameraperspektive angewählt wird, von dem das Mikrofon gerade gesteuert wird. Das heißt, da müsstest du quasi gar nicht immer hin und her schneiden, sondern das macht auch die KI dann. Das ist auch eine extreme Hilfestellung. Also da gibt es schon extreme Sachen, die da auch stark helfen können, weil gerade auch so ein Film oder so, da besitzt ja auch viel länger dann als an so einem Foto. Und wenn dann so ein KI, die ja da extrem viel Arbeit rausnehmen kann, das ist schon hilfreich auf jeden Fall. Ja, ist nicht schlecht. Ne? Ich habe bis jetzt ja alles da immer selber rumgestibbelt ohne Ende. Sehr gut. Also, wenn es um Text und so geht, da irgendwo was wegschneiden, ja. Bald nicht mehr. Also da achte ich auch sehr drauf, dass es dann bildtechnisch gut passt, ne? Dass es dann nicht zu sehr springt. Genau. Also da bin ich unter Beliebe. Ja, muss mal gucken. Also bei Premiere, du hast ja die Adobe Creative Cloud. Da ist es Photoshop, also die muss man nochmal extra runterladen, dass die Adobe Premiere Beta, aber da kannst du das dann schon mal testen, auf jeden Fall. Ganz cool. Die hab ich, ja. Aber genau, da müsste ich auch mal reingucken. Wäre eigentlich cool, wenn es sowas auch mal für DaVinci geht. Ja. Was ist hier mit DaVinci? Wo ist das? Aber ich glaube, vielleicht hat es DaVinci auch schon mit dem Zeitpunkt nicht, dass dann gleich die ganzen DaVinci-Fanboys drunter schreiben, haben die schon, da weiß ich gar nicht. Also, ja, das stimmt. Ja, da muss ich mal ein bisschen mal gucken. Dann schwarz-weiß oder Farbe? Ja, das ist immer schwierig. Ne? Ich bin ja auch ein Schwarz-Weiß-Fan. Aber prinzipiell in erster Linie Farbe. Also Farbe primär, aber Schwarz-Weiß ist mehr am Kommen. Ne? Hat man schon von vielen Seiten gehört. Es hat schon seinen Charme für sich. Ne? Also wie gesagt, Farbe, da gucke ich ja immer mit meinen Looks. Ne? Weil ganz so 0 auf 15 ist mir immer zu langweilig. Natürlich, Kunde ist König, wenn er sagt, er will sein natürlich, dann kriegt er natürlich. Ne? Aber so der eine oder andere Look, manchmal sieht schon echt geil aus. Deshalb da in erster Linie Farbe, aber eben auch einiges mittlerweile schon schwarz-weiß. Gerade ja, cool. Kunden sage ich dann, ich mache das eine oder andere auch mal in schwarz-weiß noch zusätzlich mit, ne, obendrauf. So, und da freuen sie sich auch ganz, ja, manches wirkt ja auch nochmal ganz anders in schwarz-weiß. Ne? Also viel, viel professioneller, viel besser. Ja. Manchmal. Sehe ich auch so. Ab und zu mal so Schwarz-Weiß-Bild ist schon cool, aber wie du schon sagst, wenn man sich entscheiden müsste, dann wird es primär erstmal Farbe sein. Dann aufwendiges Shooting oder einfacher Aufbau. Aufwendiges Shooting ist sowas mit Requisiten, Lichter aufstellen und dann sozusagen dort ordentlich viel Zeit investieren, aber der Shot kann ein richtig geil sein. Oder einfacher Aufbau meine ich, draußen kurz hinstellen, Foto machen und fertig. Schwierig. Also da ich ja sehr exklusiv immer bin, dann eher mit Aufbau. Ne? Aber prinzipiell, wenn es jetzt wirklich heißt, draußen die Shootings, dann ist es natürlich schöner auf schnell, sag ich mal, schnell einfach. Ne? Also es kommt immer ganz drauf an. Drinnen immer aufwendig, draußen eher schnell. Aber wie gesagt, manchmal dann auch trotzdem mit Lichtstück, wie man draußen. Ne? Okay. Also mehr schnell als aufwendig, aber es ist so ein Mischung. Okay, sehr gut. Dann, jetzt bin ich ganz gespannt, was du sagst. Foto oder Film? Oh, das ist schwer. Also vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt Film. Ich hätte sogar vielleicht sogar letztes Jahr noch gesagt Film. Aber mittlerweile Foto. Mittlerweile Foto? Ja, also ich mag sehr Film. Ja, ich mag am allerliebsten natürlich die Postproduktion. Das ist total mein Steckenpferd. Lieber noch als Film, wobei ich auch aus dem Film gerne selber ein bisschen was rausholen kann, noch eher als von anderen das Videomaterial zu kriegen. Aber Foto, ja, also mittlerweile, das ja schon immer meine wirklich größte Leidenschaft war, die Fotografie, schon immer, ne? Würde ich jetzt immer sagen, eher Foto. Ist einfach. Jawohl, aber ich glaube. Mit dem Bewegtbild ist schon geil, du kannst schon nochmal andere Emotionen einfangen, ne? Egal in welcher Hinsicht jetzt. Du kannst natürlich viel mehr machen mit Bewegtbild. Aber Fotos, ja, die hast du halt auch für immer. Und Fotos kannst du immer wieder angucken und die immer wieder was Neues reininterpretieren. Ne? Ja, ich glaube, die Mischung macht es gerade auch bei dir, dass wir langfristig auch alles so ein bisschen mitnehmen. Ne? Weil ich, wenn man nur Porträt-Shooting so, das wird ja auch irgendwann, ne, also so die Fotografen sind ja auch immer so ein bisschen sprunghaft. Und wenn man so ab und zu mal so ein bisschen, ne, hier Imagefilm, dann Porträt-Shooting, dann mal ein Baby-Shooting. Ne? Ich glaube, so die Mischung ist so das, was alles. Genau, so ich bin ja auch so ein Typ, weißt du, mir wird es sonst schnell langweilig. Ne? Also ich brauche auch relativ Vielseitigkeit. Und deshalb ist es schon geil, wenn ich, sag mal, ein paar Sachen machen kann. Ne? Nicht nur auf eins spezialisiert, klar, am Anfang ja, aber so prinzipiell, ich mache schon immer gerne viele Sachen. Ne? Und bin da lieber auch gerne vielseitig. Aber ja, ich kann ja auch mittlerweile schon einiges. Von daher ist es gar nicht so schlecht. Mehr oder weniger. Sehr, sehr gut. Oder schlecht, je nachdem. Dann, was ist die Fotografie für dich?
Was ist die Fotografie für mich? Leidenschaft auf jeden Fall, ach so, Liebe. Liebe, Leidenschaft, Kunst, auch definitiv. Große Freude und Glück. Das ist sehr schön gesagt. Hast du sonst noch irgendwas anderes? Also viele nehmen ja auch, so sag ich mal, die Fotografie als Hobby, das deren Ausgleich. Hast du noch irgendwas anderes? Spielst du ein Instrument oder malst du? Oder? Oh ja. Ja, auch ja, Kunst, also Malen, Zeichnen war auch schon immer meins, konnte ich schon immer gut. Ich habe früher Keyboard gespielt, von Kleinkind auf. Das hat dann mein Opa damals ja gefördert. Da habe ich schon, ich glaube, mit 3 oder mit 4 Jahren das erste Mal Keyboard gespielt. Ja, cool. Das war spannend. Über 10 Jahre im Unterricht gewesen. Keyboard und auch so ein bisschen Klavier, aber mehr Keyboard. Ich würde eigentlich gerne irgendwann mal Geige lernen wollen, selber so für mich. Das interessiert mich sehr. Also ich bin ja auch ein musikalischer Typ. Das habe ich sehr von meiner Oberseite gekriegt. Aber dieses Künstler ist ja irgendwie auf meinem Opa. Mein Opa war ganz berühmt damals bei uns in Luga, wo ich herkomme, ne, aus dem Erzgebirge, hat der ganz viel geschnitzt und Schwibbögen gebaut. Das war sein Hobby. Ne? Also Holzkunst, absolut. Der hat Schwibbögen für Gott und die Welt gemacht und das für nichts. Ne? Und ich habe so ein bisschen diese Holzbrandmalerei auch, die mir sehr gefällt. Also ich tue viel auch gerne auf Pappelholz brennen. Ne? Verschiedenste Motive, Sachen, da auch gerne mal mit ausschneiden, mit der Säge, da irgendwie was so ein bisschen konstruktiv gestalten. Ne? Also da tue ich mich auch so hobbymäßig weiter mit, ja, ja, geil, voll vielseitig, Mensch. Ja, das hat man gar nicht gedacht. Ja, das macht auf jeden Fall Spaß, also als kreativ in verschiedenen Richtungen auf jeden Fall. Da bin ich mal gespannt, was du jetzt sagst, weil da gab es ja jetzt relativ viel. Was würdest du tun, wenn es die Fotografie und Film nicht geben würde? Das ist ja wirklich schwierig. Naja, aus der IT wollte ich ja raus. Naja, da, was ich früher auch gerne machen wollte, Maskenbildner. Das hat mich auch immer sehr interessiert. Also Schauspielerei vor der Kamera, das würde mich auch interessieren, da war ich ja noch relativ jung, aber vor der Kamera, ich bin eher hinter der Kamera, der Typ halt. Also wenn dann sowas in die Richtung mit Maskenbildner, das fand ich auch schon immer spannend. So. Ja geil, also für Filme, Serien dann so die Masken erstellen. Das ist richtig, ja, also das könnte ich mir sogar auch noch vorstellen, wenn es jetzt gar nicht so diese Fotografie und Filmerei gäbe. Ja geil, ja, du hast auch genug Zeit, Doreen, das schaffst du auch noch so nebenbei. Ja, du bist gut. Ja. Man weiß immer gar nicht, wie man sich zerteilen soll. Ne? So eine 24-Stunden-Tage sind wir rum, nicht. Das ist Wahnsinn. Ja, einfach nicht schlafen. Ich könnte mal sonst was erschaffen. Ja, ja, hast du mehr Zeit? Das stimmt. Sehr gut. Ja, dann vielen Dank. Ich habe schon mal soweit einmal alles durch. Gibt es irgendwelche Punkte, wo du sagst, hey, das ist noch wichtig, das mache ich noch bei den Shootings oder dies hier, wo du sagst, das ist noch ungesagt, das muss auch unbedingt mit rein? Fällt mir gerade nicht ein. Ja, das ist doch gut. Dann habe ich meinen Job gut gemacht und alles, was ich rausgequetscht, was auf jeden Fall wichtig ist. Weil mir Job gut gemacht, aber ich habe ja auch schon viel erzählt. Denke richtig. Ich bin ja immer so ein Typ, der sowieso viel erzählt. Ganz pflegeleicht, das ist gut. Da muss ich immer, mittwochs manchmal muss ich dann, es gibt ja auch immer verschiedene Typen. Einige sind natürlich so ein bisschen mehr introvertiert. Da muss ich dann jede Sache aus der Nase rausziehen. Und das ist natürlich auch ganz schön, wenn das einfach mal so ganz entspannt fließt. Na klar, na klar. Also ich die noch fragen wollte, auf was stehst du ihr so? Welche Kamerahersteller? Ich bin was hast du Canon! Canon-Fan! Also, das ist ja eigentlich relativ heutzutage egal. Ne? Also die machen alle, also die drei bekanntesten natürlich, Canon, Sony, Nikon, ne, sind richtig geil. Natürlich die ganzen Künstler, die noch mit Leica oder was weiß ich, Hasselblatt oder auch Lumix, Panasonic, das ist alles geile Kameras. Ich habe halt mit Canon angefangen und mache mir immer so einen Spaß draus, weil jeder von meinen Kunden natürlich ja sein eigenes Ding und dann komme ich mit meiner Canon rum. Aber einfach nur, weil ich damit gelernt habe, ne? 2009 mit der 600D das allererste Mal und heutzutage nimmt sich das nicht viel. Es gab auch schon mal größere Tests, wo dann auch größere Fotografen und Influencer dann verschiedene Fotos gezeigt bekommen haben und dann hier, sag mal, ist das Sony oder ist das Canon? Und dann am Ende konnte niemand unterscheiden, was ist von welcher Kamera geschossen worden. Also das kriegst du nicht raus. Nee. In der Nachbearbeitung kannst du sowieso alles nochmal ändern. Von daher, das ist alles Kokolores. Aber natürlich hat man so ein bisschen, einfach so ein bisschen Teamspiel, so Kopf gegen Kopf, und so ein bisschen Wettbewerb, ist ja immer mal ab und zu mal ein bisschen lustig. Ne? Mhm. Naja, also kameratechnisch, gerade wenn es um die Fotografie geht, dann bin ich ja sowieso totaler Sony-Fan. Ne? Wenn es ums Film geht, also gerade bei der Bundeswehr haben wir ja die Panasonic-Kameras, Camcorder oder auch größeren alten noch, die IB-Kameras.
Also viel ist da Panasonic im Spiel, ne? Teils auch Sony. Ich finde ja auch die Black Magic, die Orsa Mini, die finde ich auch sehr geil. Da hat man zum Teil in der Ausbildung hat man die mit, ne? Die ist sehr genial. Aber ist halt auch wahnsinnig teuer. Ja. Ansonsten bin ich immer noch so Sony-Fan. Kommt noch, aber mit der Sony bist du erstmal richtig gut aufgestellt, ne? Die ist geil. Absolut. Die ist wirklich geil und die, glaube ich, werde ich jetzt auch erstmal ein paar Jährchen haben. Ne? Da hat man ordentlich rein investiert. Immer mal gucken mit dem Objektiv noch wieder, das eine oder andere. Ne? Und ich da vielleicht nochmal im Weitwinkelbereich nochmal eher was mir hole. Jetzt habe ich ja, also klar, von 28 mm ist ja auch schon dezenter Weitwinkel, sage ich mal, bei der Vollformat, aber da geht doch noch ein bisschen mehr. Also man könnte auch mal so eine 18er, 16er oder sowas, würde mich auch nochmal interessieren. Ne? Sonst bin ich ja schon jetzt bis die 200 mm ziemlich weit abgedeckt im Telebereich. Mal gucken, vielleicht noch so einen Verdoppler holen, dann kann ich ja von 140 bis 400er, ne? Das ist ja nochmal geiler, dann weiter. Ich will mal gucken, ich mache jetzt vielleicht dann auch noch ein bisschen Sportfotografie. Ich hatte jetzt auch eine Anfrage gekriegt hier, wo Sportfotografie mit zu machen. Mal gucken, wenn das vielleicht mal anläuft, dann ja, bin ich dort auch noch ein bisschen mit unterwegs. Ja, geil. Ja, du redest ja so viel Zeit, kannst noch ein paar Sachen machen, ne? Mal gucken, was nächstes Jahr alles so kommt, ne, bei den unterschiedlichsten Städten. Ja, ich mache mittlerweile auch bei anderen Foto Awards, da habe ich jetzt schon geguckt, so online, welches das so gibt. Gucke ich auch bei dem einen oder anderen, dass ich da mal mitmache. Aber ich glaube, nichts ist so schön wie dieses Swiss Photo Club, ne? Also, auch weil du wirklich Ausstellungen in renommierten Galerien kriegst. Ja, finde ich Das ist schon mal was cool. ganz Das anderes. war ja hier auch direkt am Hauptbahnhof in so einem Laden. Von daher, das war hier, Hier bei also dir in direkt Hannover, ne? hier, genau, mega zentral, direkt an der Einkaufspassage. Also zentraler geht es ja kaum. Ne? Da Ja, läuft die ganze das ist cool, ja. Stadt läuft da Aber durch. allerdings, ich fand ein bisschen schade, dass die ein relativ kleines, na, wie nennt man das so drinnen, ne? In diesem Glasbau. Die haben so einen relativ kleinen Raum bekommen. Wahrscheinlich zu Ich habe wenig öfter Fotos. gedacht, das Muss mehr ist. Fotos reinschicken, dann müssen sie größeren Laden nehmen. Ja. Also Hannover habe ich wirklich gedacht, da wird ein bisschen größer, ein bisschen mehr als hier in Leipzig, aber es kommt nichts gegen dieses Tapetenwerk bei uns in Leipzig an. Das ist wirklich eine absolut geile Kulisse, ne? Und auch wirklich schön groß. Selbst das in Berlin, das ist auch relativ klein, muss ich sagen, gegenüber wieder hier in Leipzig. Ne? Ja, mehr Fotos einsetzen. Berlin war auch, ja, wahrscheinlich. Ne? Die haben ja auch noch mich gefragt, willst du auf die 2x2 Meter Wand? Da kostet ja auch nochmal extra wieder. Ne? Die haben die mir angeboten. Also ich hätte mit meinen vielen Bildern auf die 2x2 Meter Wand gehen können, aber Und du lehnst. naja, nee. Ja, alles unter Nicht 5 Meter so. mache ich nicht. Ja, genau. Das ist doch ein bisschen ehrlich. Ja, das ist gut. Sehr gut. Stimmt, sonst muss ich mal lachen. Und für natürlich für die Leute, die das gerade jetzt schon auf YouTube sehen, ich verlinke mal hier das Video von letzter Woche. Wir hatten ja vorhin über Marc gesprochen, Marc Grünicke. Der sagt hier, so viel Megapixel brauche ich nicht. Schaut euch das gerne mal an im Anschluss im Business-Porträt-Bereich. Und ja, liebe Doreen, da bedanke ich mich recht herzlich für das geile Interview. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann wünsche ich natürlich einen wundervollen Abend noch. Und vielleicht für die Leute, die sich mal deine Arbeit anschauen wollen, wo kann man dich am besten finden? Hier bei Instagram sowieso, da ist schon viel ausgestellt. Ansonsten auf meiner Homepage bei www.pixeljourney.de. Und ich habe ja auch noch einen Shop, da stelle ich meine ganzen Kunstfotos, sage ich mal, rein zum Verkauf. Der nennt sich dann www.shop.pixeljourney.de. Sehr gut. Aber da Oder einfach kommt beim. immer wieder was Neues. Sehr gut. Und ansonsten einfach beim SPC hier Photo Award einfach auf den ersten Platz schauen, wer gewonnen hat, dann weiß man schon, wo man da gucken muss. Bei Berlin, genau, Dezember bei Berlin. Genau. Perfekt, Ich liebe. habe dir zu danken, ich habe dir zu danken, Edmund. Hat mich sehr, sehr gefreut mit dir. Vielleicht klappt es mal wieder irgendwann. Vielleicht komme ich auch endlich mal zu dir irgendwann mal Ja, spielen. Würde ich mich auch mal klar. freuen. Erstmal natürlich, wenn du Award hier abgesagt hast und hier meine Kaserne, meine Bundeswehrfotografen baue ich ja noch weiter Da aus. geht's Das wird hier noch los. die ganze Ja, Kaserne das voll. stimmt. Ja, das tut lustig. Sehr gut, dann vielen Dank und schönen Abend dir, ne? Danke, danke. Danke, dir auch, ne, Edmund? Ciao, ciao.